Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Börsenausblick auf Mittwoch, den 17. Februar. Am Dienstag gab es ein richtiges Wechselbad der Gefühle für die Anleger am deutschen Aktienmarkt, denn der Start in den Handelstag durchaus sehr freundlich. Es gab gute Vorgaben aus Asien, das hat den DAX angetrieben, bis knapp unter die Marke von 9.300 Punkten. Dann aber gab es in Anführungszeichen schlechte Nachrichten vom Ölmarkt und das schwarze Gold zog die Notierung des DAX wieder in die Tiefe, sodass am Nachmittag ein ordentliches Minus zu Buche steht. Denn man hatte sich erhofft, dass es zu einer Kürzung der Ölförderquoten bei einigen Ländern kommt. Es gab ein Treffen, bei dem sich mehrere Ölförderländer zusammengesetzt hatten und viele hatten eben gehofft, dass die Förderquoten gekürzt werden. Letztendlich wurden sie quasi aber nur auf dem Januarniveau, und das ist ein relativ hohes Niveau, eingefroren. Also Enttäuschung am Ölmarkt und das zog auch den DAX wieder in die Tiefe. Und man sieht mal wieder, die Ölpreise bestimmen momentan eben auch die Richtung am deutschen Aktienmarkt. Ja, blicken wir auf die Termine, die am Mittwoch wichtig sind für Anleger und Börsianer. Um 8 Uhr kommen die Quartalszahlen von Beiersdorf. Beiersdorf natürlich bekannt unter anderem mit Nivea. Ein durchaus solides Geschäftsjahr erwartet man, um nicht zu sagen, man erwartet, dass das EBIT um 12% gestiegen ist. Also Nivea, Eucerin und Labello beispielsweise sind solche Marken, die viel Geld in die Kassen spülen. Dementsprechend optimistisch blicken die Analysten auf die Zahlen. Und wenn man sich den Aktienkurs angeschaut hat, der übrigens auch sehr erfreulich. Also beispielsweise der 5-Jahres-Chart sieht sehr gut aus. Die Aktie konnte 90% zulegen und dementsprechend sogar den DAX schlagen. Also zuletzt lief es ganz gut. Die Analysten erwarten gute Zahlen. Sind wir mal gespannt, ob die auch wirklich so kommen. 14.30 Uhr. Wandert der Blick in die USA. Erzeugerpreise werden veröffentlicht und es wird ein leichter Rückgang erwartet. 20 Uhr ist wieder Fed-Time. Das Protokoll der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed wird veröffentlicht und man erhofft sich natürlich Hinweise, wie es mit den Leitzinsen weitergeht, wie optimistisch oder wie skeptisch die Notenbanker die wirtschaftliche Situation einschätzen. Zuletzt hat man ja gesehen, dass die Kursturbulenzen und die schwächeren Zahlen in China und auch in den USA die Notenbanker ja so ein bisschen zum Umdenken bewegen. Mittlerweile rechnet kaum noch einer am Markt damit, dass die Notenbank im Jahr 2016 die Leitzinsen erhöht, eben weil die Aussichten sich deutlich verschlechtert haben. Und wie gesagt, nun wird man genau auf die Worte achten und versuchen herauszufinden, wann es vielleicht doch zu einer Zinserhöhung kommen könnte oder ob vielleicht nicht doch ein kleines Türchen noch aufgelassen wurde. Also, es ist Fed-Time und wir alle werden gespannt auf die Ticker der Nachrichtenagenturen achten.